seit Jahrhunderten schlagt ihr euch eure Köpfe ein und wusstet nie für wen, wofür. Vielleicht fürs Vaterland, vielleicht für den, der euch ein Stückchen Brot hat täglich garantiert. Und seit Jahrtausenden ist da der starke Mann, den ihr immer wieder sucht, der führt, der lenkt, der euch sagt, wann ihr zu lieben, zu lachen, zu töten habt, endlich wieder einer, der für euch denkt. Wir haben schon begonnen zu erfrieren, die Trägheit hat uns beinahe schon gelähmt. Und traumschlafend vergessen wir zu spüren, dass uns die Bewegung wärmt. Kommt, Leute, es muss etwas passieren. Lasst uns hier oben nicht alleine stehen. Hört endlich auf, euch einzubetonieren und in euren Ängsten zu vergehen. Schon seit Jahrhunderten saugt ihr diese Erde aus und raubt ihr fortschrittsgeil die Energien. Wohlstandsverfettet ruhen wir uns dann drauf aus, als hätten wir rein gar nichts zu verlieren. Und ganz langsam gehen wir wie unsere Bäume ein. Auf den Feldern wächst schon unser täglich Gift. Das Brot in Pillenform ist sicher nicht mehr weit. 10 Liter Atemluft im Sonderangebot direkt importiert. Wir haben schon begonnen zu erfrieren. Die Trägheit hat uns beinahe schon gelähmt. Und traumlos schlafend vergessen wir zu spüren, dass uns die Bewegung wärmt. Kommt, Leute, es muss etwas passieren. Lasst uns hier oben nicht alleine stehen. Hört endlich auf, euch einzubetonieren und in euren Ängsten zu vergehen. Seit Jahrhunderten reden Männer Frauen ein, sie würden nur zum schlechten Werkzeug taugen. Verletzt und laut verlangten sie, rechtens Mensch zu sein, kann im Dulden keine Fügsamkeit mehr glaubend. Und nun haben sie sich mühsam gegen Mann und Macht und Norm gewehrt und können doch noch immer nicht für sich alleine stehen. Sie brauchen immer einen, der ihr Bessersein beschwört, und müssen auch, um stark zu sein, auf den scheinbar Schwächeren stehen. Wir haben schon begonnen zu erfrieren. Die Trägheit hat uns beinahe schon gelähmt. Und traumlos schlafend vergessen wir zu spüren, dass uns die Bewegung wärmt. Kommt, Leute, es muss etwas passieren. Lasst uns hier oben nicht alleine stehen. Hört endlich auf, euch einzubetonieren und in euren Ängsten zu vergehen. Und seit Jahrzehnten bringt ihr Kinder auf die Welt, um sie in grauen Wohnungszellen einzufrieren. Zur Einsamkeit erzogen, fern sie krank, voll Angst, verlernen sie erblindet, stumm zu spüren. Und dann heißt es, Kinderwillen ist zu brechen, denn die Lebensräume sind zu flach, um aufgerichtet drin zu gehen. Und sollte es doch gelingen, diese Hüllen zu zerstechen, wird in der klaren, kalten Wut ein Rest an Zärtlichkeit dann überstehen?